Und die nächste Rednerin, die bewirbt sich auch jetzt momentan für den Parteivorstand, Daniela Haasch, Bürgermeisterin aus Tübingen. 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, 30.000 Studierende. Nicht so klein. Die einzige Bürgermeisterin in Baden-Württemberg mit SPD-Parteibuch. Und vielen männlichen Kollegen mit SPD-Parteibuch, aber die einzige Frau. Die Stadt, in der ich Bürgermeisterin bin, heißt Tübingen, eine herausfordernde Stadt mit einem herausfordernden Kollegen. Und wir in den Kommunen sind diejenigen, die jeden Tag sehen, wie gut der Sozialstaat funktioniert, wo es hakt und was noch getan werden muss. Und meine Bitte an euch ist, lasst uns nicht allein. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Tübingen kostet derzeit 1.000 Euro kalt zur Miete. Eine Erzieherin, die wir nach Tarifvertrag bezahlen, verdient 1.800 Euro netto. Wir haben 42 städtische Kitas, 51 in freier Trägerschaft und bauen 18 neue. Tübingen vermehrt sich ziemlich unkontrolliert. Wir haben aber immerhin 20 unbesetzte Stellen. Bei Fachkräften 18 neue Kitas im Bau. Das bedeutet, wir werden nächstes Jahr fast 90 unbesetzte Stellen haben und wissen nicht, wie wir den Rechtsanspruch noch erfüllen können. Lasst uns hier nicht allein. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen auskömmliche Löhne. Wir brauchen gute Tarifverträge. Ein Pflegeheim in Tübingen kostet derzeit, und ich bin Aufsichtsratsvorsitzende dreier Pflegeheime, 2.600 Euro Zuzahlung, nachdem alle Leistungen der Pflegekasse abgezogen sind. 2.600, das ist das günstigste Heim, das wir haben. Wir müssen aber sanieren, energetisch sanieren, und Klimaschutz kostet Geld. Die Sanierung kostet 10 Millionen Euro. Diejenigen, die es später zahlen werden, sind die Bewohnerinnen und Bewohner. Lasst uns nicht allein. Wir brauchen hier eure Unterstützung, die Unterstützung von Bund und Ländern vor Ort, dass nicht beim Einzug in das Pflegeheim die Menschen schon wissen, wie lange sie noch leben dürfen, um es sich leisten zu können. Wir brauchen hier dringend die Deckelung, die angesprochen wurde. Unsere Schulen müssen saniert werden, 40 Millionen in den nächsten 5 Jahren. Lasst uns nicht allein, damit Schülerinnen und Schüler gute Bedingungen haben, um zu lernen. Und ein Thema zum Abschluss. In Tübingen leben 1.400 Menschen mit Fluchterfahrungen in unseren Anschlussunterkünften. Wir haben viel geschafft und wir können sagen, ja, wir haben es geschafft. Aber es ist noch viel zu tun. Bund und Länder dürfen sich hier nicht aus der Verantwortung ziehen und uns alleine lassen. Integration ist ein langer Weg. Vieles klappt gut, aber bei vielem stehen wir noch am Anfang. Lasst uns in den Kommunen nicht allein. Wie gut der Sozialstaat ist, zeigt sich vor Ort in unseren Städten, Dörfern und Gemeinden.